Nachschieben! Der erste vor! Ja! Ja, ja, ja! Ja, die Welt! Ja! Schiedsrichter! Was ist hier? Hol was! Hol was! Linie runter, Linie runter! Ja! Ja! Ja, Frank, das war mal wieder ein spannendes Spiel, hast du gerade gesagt, oder? Ja, nee, auch für die Seele, sag ich mal, die Art und Weise, wie sie gespielt haben, wie sie in der zweiten Halbzeit zurückgekommen sind und das Ergebnis, sag ich mal, so positiv gestaltet haben. Es war schon diese Mentalität, so, das haben wir jetzt einfach mal gebraucht. Aber angefangen hat es ja doch ein bisschen grottig, könnte man sagen, oder? Naja, so wie das Wetter eigentlich, das war ja natürlich, sag ich mal, nicht unbedingt die idealen Bedingungen. Ja. Und wir haben zuerst gegen Wind gespielt, das ist immer schwierig, gegen so eine spielstarke. Durchs Bild. Oh, ja, ja. Na, live ist live. Ja, gegen so eine spielstarke, junge Hertha-Mannschaft, muss ich sagen, die auch sehr gut gespielt haben. Da haben wir das noch gut hinbekommen in der ersten Halbzeit. Das hätte auch 2-3-0 stehen können, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wie wir es dann die zweite Halbzeit gemacht haben, war sensationell gut. Danke. So, Anton, das war ein Spiel richtig nach deinem Geschmack, oder? Auf jeden Fall. Gegen Berlin zu gewinnen ist immer gut. Auf jeden Fall. Zwei verschiedene Halbzeiten. Kannst du erklären, unserem geneigten Publikum, wie sowas möglich ist? Ja, das war grauenhaft, erste Halbzeit. Das kann man gar nicht so richtig erklären. Wir haben uns eigentlich gut vorbereitet. Der Trainer hat die Herr Tanner gut analysiert. Und wir hatten noch einen Plan, den Sechser dazu zu laufen, aber der hat das echt gut gemacht und die Herr Tanner haben es auch gut gemacht, muss man auch einfach so zugeben. Wir hatten gar keinen Zugriff und ich glaube, dass wir gute Worte oder der Trainer gute Worte in der Halbzeit gefunden hat. Und darauf können wir aufbauen. Und zweite Halbzeit hat man ja auch gesehen, dass wir Fußball spielen können. Und wenn die Fans hinter uns stehen, können wir alles gewinnen auf jeden Fall. Aber man hatte so den Eindruck, Körpersprache und alles war in der zweiten Halbzeit komplett anders. Ja, ist ja meistens so bei uns, ne? Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht einfach, weil wir noch nicht wach sind, ich weiß es nicht. Das kann man schwer erklären, glaube ich. Ne? Wenn du es nicht erklären kannst, ich auch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ja, ist kühl geworden in Leutsch, oder? Ja, war ein eisiger Wind, erste Halbzeit. Wahrscheinlich waren wir da ein bisschen eingefroren. Aber zum Glück kam ja die Sonne raus und dann haben wir das Ding noch gedreht. Zwei so unterschiedliche Hälften, wie kann man das erklären? Ja, erste Halbzeit waren wir ein bisschen ängstlich. Oder wir waren zu ängstlich. Ja, die hatten den Ball gut laufen gelassen. Das kennt man ja von Hertha. Und wir kamen irgendwie immer einen Schritt zu spät. Und dann spielt sich die Truppe natürlich ein, also Hertha. Und dann war es schwer, hinterherzukommen. Aber wir haben da 2-3 Veränderungen vorgenommen von der Formation her und dann hat das relativ gut geklappt zur Halbzeit. Körpersprache war dann auch 100% irgendwie anders, ne? Wie kommt sowas? Ja, im Fußball kann man das nicht erklären, das weiß ich nicht, ich kann es selber nicht erklären, aber wir haben uns in der Kabine gesagt, so können wir das nicht stehen lassen, das ist ein Heimspiel und wollen zeigen, dass wir hier daher im Haus sind. Hat ja auch gut geklappt. Und jetzt geht's nach Chemnitz? Ja, super Spiel. Freitagabend, Gästeblock wird voll und ja, wir haben nichts zu verlieren, wollen dort was mitnehmen. Na dann, toi, 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 danke. So, Schmitter und Bu. Oh, jetzt ist der Bu weg. Ja. Sag aber, dass ich das vorbereitet habe von Schmitter, ja? Ja, das sagen wir. Auf die Linie bitte. Läuft das? Läuft die ganze Zeit. Schmitter. Ja, jetzt wollte ich eigentlich ein Doppelinterview machen mit Bu und dir, dem Podcast-Team. Aber der ist uns jetzt weggeschnappt worden von der Konkurrenz. Ja. Geht nicht, oder? Ja, der wird ja gleich kommen, so lange dauert das ja nicht. Und ja, du siehst, der Podcast scheint Dinge in Bewegung zu setzen. Nee, Spaß beiseite. War ein tolles Spiel in der zweiten Halbzeit dann. Wir haben umgestellt dann vom System her. Das kam uns entgegen, weil wir mussten einfach in die Zweikämpfe kommen. Das hat mit dem System in der ersten Halbzeit nicht
funktioniert, was ja unsere Stärke ist. Dass Hertha eine spielstarke Mannschaft ist, weiß jeder. Und wie wir es dann in der ersten, zweiten Halbzeit gemacht haben, nochmal mit frischen Kräften. Erste Halbzeit war sehr, sehr kräfteraubend. Aber du siehst, im Fußball sind dann manchmal kleine Dinge, eine Systemänderung, die dann halt so ein Spiel auch in eine andere Richtung kippen lassen. Erklär doch mal dem Laien, was habt ihr genau geändert? Wir haben dann mit einer Fünferkette im Mittelfeld gespielt, dass die Achter dann immer die Innenverteidiger anlaufen und der Stürmer vorne im Zentrum bleibt. Und ja, und in der Viererkette haben wir es ein bisschen risikohafter gespielt. Da sind wir meistens 1 gegen 1 und ich bin immer mit relativ weit nach außen geschoben, sodass Stefan im Zentrum dann Mann gegen Mann war, was wir eigentlich nicht wollen. Aber da wir nun zurücklagen und die Überzahl von Hertha im Mittelfeld unterbinden wollten, mussten wir halt dann risikohafter spielen und mit einer Fünferkette im Mittelfeld. Das war die fachlich exakteste Analyse, seit wir hier Fünfeck-TV machen. Sehr vielen Dank. Dein Tor musst du nochmal beschreiben. Es war von draußen schwer zu sehen erstmal, wer getroffen hat. Das war es natürlich dann du, aber ja. Das war so eine Kopfballstrafe. Hat man schwer gesehen, ne? Hat man schwer? Okay. Ja. Nee, es war ja ein Standard, dann war ein Gewuhle, ist wieder nach außen. Dann bringt ein Masti wieder rein. Stefan Karau. Assist, verlängerten und ich stehe halt am langen Pfosten. Ich hatte schon die Angst, dass der Ball zu hoch ist, ich muss ganz schön abspringen, aber zum Glück habe ich so eine Sprungkraft und habe ihn dann über die Linie gedrückt mit dem Kopf. So, Herr Buri! Alex! Komm mal bitte zu uns noch. Ja doch, wir machen ein Partnerinterview. So, alles Gute erst nochmal, Glückwunsch. Ja, das sehe ich immer staunend. Jetzt haben wir es mal aufgenommen. Ja, jetzt haben wir das Podcast-Team komplett. Der Schmitter hat schon die fachliche Analyse. Da brauchst du also jetzt nicht mehr irgendwie einen drauflegen. Aber ja, wie immer. Aber du kannst jetzt mal erklären, wie kommt es zu zwei so unterschiedlichen Hälften? Auch in der Körpersprache, in allem. Wir hatten null Zugriff in der ersten Halbzeit. Wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe reingekommen. Keine Ahnung, woran es lag. Also man muss auch sagen, dass jeder 50-50-Ball irgendwie immer zu den Hertha-Bubis gesprungen ist. Ja, schön, dass du auch mal ein Tor machst, danke. Deswegen war es ungemein schwer. Der Platz war noch nicht einfach zu bespielen. Dann haben wir in der Halbzeit einfach gesagt, wir gehen jetzt einfach volle Bude drauf, setzen die ein bisschen mehr unter Druck, auch mehr vorne drauf gehen. Und wir haben umgestellt, ich wollte es gerade noch sagen. Entschuldige bitte. Und ja, es hat man gesehen, es hat funktioniert dann. Und dann haben wir die unter Druck gesetzt und dann haben wir auch nicht ganz unverdient, denke ich, gewonnen. Und jetzt habt ihr ja nun beide vom Podcast-Team ein Tor gemacht. Fehlt eigentlich nur noch ich. Aber ich habe auch mal einen Ball hier zugespielt an der Außenlinie, wo es dann darum ging, Sekunden zu gewinnen. Also das möchte ich auch erwähnt haben. Und es ist, naja, es hat dann nicht zum Tor geführt. Aber ja, kommt auch nicht alle Tage vor. Dein erstes Saisontor, glaube ich, oder? Ja, wurde Zeit auf jeden Fall. Ja, warte mal ab. Die Saison ist ja noch nicht zu Ende, Alter. Ja, nee, wurde Zeit. Ich habe schon ein paar Dinger versammelt und dass es heute mal klappt. So einfach war er dann gar nicht. Ich glaube, da hatte ich einfachere Bälle auf dem Fuß dieses Jahr. Ist schön, ja. Ich freue mich. Und wir haben da noch eine Zuschauerfrage, ich kann aber den Namen jetzt nicht erwähnen, die lautet, wie lange trägst du diese wunderbare Rotzbremse noch? Keine Ahnung, mal gucken, bis es mir nicht mehr gefällt. Irgendwie, ich habe es einfach mal ausprobiert und ja, ich habe Zuspruch bekommen, durchaus, ja. Man gewöhnt sich dran, ne? Ja, und deswegen, ich lasse es erstmal noch ein bisschen stehen. Wir können es im nächsten Podcast, der nächste Woche dann wieder kommen wird, gerne noch ausführlicher diskutieren. Vielen Dank. Ebenfalls, schönes Wochenende.